Herzlich willkommen in der Weihnachtsausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum. Mein Name ist Sabina Braun, ich bin die Kuratorin der Ausstellung und Verantwortliche der Bildung und Vermittlung bei uns im Museum. Zur Corona-Weihnachtszeit möchte ich gerne ein paar Highlights aus der Weihnachtsausstellung gemeinsam mit Ihnen unter die Lupe oder eigentlich eher unter die Taschenlampe nehmen. Übrigens, die Weihnachtsausstellung heißt Jesuskind, Windelkind, Fortschenkind, Volksfrömmigkeit zu Weihnachten. Diese drei Schlagworte im Titel sagen eigentlich schon ganz deutlich, um was es geht, nämlich dieses Jahr um das zentrale Moment der Weihnachtsgeschichte, um die Geburt von Jesus, wie sie im Evangelium von Lukas beschrieben wird. Im zweiten Schlagwort Windelkind tönt vielleicht das schon an, um was es nämlich auch geht in dieser Weihnachtsausstellung, um die Bekleidung des Jesuskindes. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass Maria ihren Sohn in Windeln wickelte. Wenn wir aber die Werke der Volksfrömmigkeit, und um diese geht es in dieser Ausstellung, uns anschauen, dann können wir auch der Kleidung des Jesuskindes etwas auf die Spur gehen. So werden wir nicht nur Windeln finden, sondern auch Tuniken, Kleider, prächtige Kleider und, das sagt das dritte Schlagwort, wir werden auch sogenannte Fortschenkinder sehen. Was genau das ist, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich lasse es noch offen, damit wir es nachher gemeinsam entdecken können. Zurück zum Jesuskind. Unser größtes Jesuskind in der Ausstellung ist unter dem Weihnachtsbaum. Ein ganz typisches Werk aus der Volksfrömmigkeit, eine sogenannte Wachsarbeit. Das komplette Jesuskind ist ungefähr 45 cm groß und komplett aus Wachs gearbeitet. Um seinen Unterleib ist eine sehr, sehr transparente Windel, kann man fast nicht sagen, ein transparentes Tuch gewickelt, das es ganz, ganz dezent umhüllt. Das Jesuskind liegt in einem großen Strohbett, so wie es sich gehört, gemäß dem Evangelium von Lukas, hat Maria das Jesuskind ja in die Futterkrippe gelegt. Und genau so liegt dieses Jesuskind hier unter dem Weihnachtsbaum in einer strohgefüllten Futterkrippe. Das Besondere an diesem Werk ist, schauen Sie genau, nicht nur der Holzsockel, das Holzpostament, auf dem der Aufbau mit dem Jesuskind im Strohbett ruht, sondern dieser eindrückliche, mundgeblasene Glassturz, der das ganze Werk gleichsam schützend umhüllt. Wir sind hier bei den sogenannten Glassturzarbeiten, die wahrscheinlich, nicht alle, aber wahrscheinlich von den Gebrüdern Weinkammer in Salzburg im 19. und bis ins späte 20. Jahrhundert in großen, großen Mengen als religiöse Wachsarbeiten geschaffen und verkauft.